Hallo Leute, heute die allererste Wireless-Tastatur-Review für ein Gaming-Keyboard der Marke Asus. Los geht's! Also wie gerade gesagt, machen wir heute mal eine Review über eine Wireless-Tastatur im 65% Design. 65% hier Pfeiltasten, Funktionstasten. Ohne F-Tastenreihe, ohne Numblock. Schon mal die ersten Sachen. Warum habe ich mich mal für Wireless entschieden? Viele Leute sind interessiert an Wireless. Wir haben Wireless-Headsets, wir haben Wireless-Mäuse. Ist die Frage, ob sich Wireless-Tastaturen auch so richtig krass durchsetzen irgendwann. Werden wir jetzt hier alles mal im Video ein bisschen auseinandernehmen. Als allererstes kommen wir halt zum Produkt an sich. Wie ich schon gesagt hatte, das Produkt ist ein sehr aktuelle, nicht gerade rausgekommene, vor zwei, drei Monaten, erschienene Wireless-Tastatur von Asus. Asus sollte man als Peripheriehersteller nicht unterschätzen. Einer der größten OEM-Peripherie, also Maus-, Keyboard-, Tastatur-, Mauspad-Hersteller, die es gibt. Also da kann jeder anfragen und sich was produzieren lassen. Asus generell ja ein Riesen-Brand, viele Grafikkarten, auch sehr gute Grafikkarten, Performance-Serien, Monitore, 360-Hertz-Monitore, haben alles. Asus macht irgendwie alles, weil die sind der absolute Global Player. Ne? Was haben wir hier für ein Produkt? Wie schon gesagt, Gaming Keyboard Wireless. Die Variante, die ich gewählt habe, ist mit Red Switches Linear aus dem Hause Cherry. Hier ist nicht angegeben, dass es diese eine Mio Red Switches oder Silence sind. Das sind ganz normale lineare Red Switches, die ich hier gewählt habe. Die Verpackung ist verhältnismäßig klein, sehr einfach, ganz normale dünne Pappverpackung. Ist okay. Hinten stehen noch ein paar Facts drauf, die ich euch gleich alle so erklären werde. Facts hinten drauf sind alle vernünftig. Innen drinnen kommt dann diese Box. Hier ist die Tastatur drin. Hier oben ist das Kabel drin. Dann sind noch Sticker drin und eine kleine Anleitung. Und dann haben wir noch halt sowas wie einen Schutzcover, einen Case. Da könnt ihr die Tastatur von oben so reinpacken, so hier. Weiß nicht, wofür das ist. Das soll irgendwie so ein Travel Case sein oder so. Und ihr könnt trotzdem an der Seite dieses eingebaute Touch-Display hier noch benutzen. Ist okay. Verwendung für Homeoffice-Desk sehe ich nicht. Das war es soweit zum Lieferumfang. Ach nee, falsch. Im Lieferumfang ist noch hier halt dieser Donk, also dieser Übersetzer drin von Typ C, was auch gleichzeitig dann das Ladekabel ist, also der Anschluss hier hinten. Hier hinten wird auch der USB-Dongle versteckt. Da. Sieht dann so aus, dann ist das hier versteckt. Kann man dann halt wieder rausziehen. Dann macht das dieses Cover aber für mich immer noch keinen Sinn, weil trotz diesem Cover kann man dann irgendwie eigentlich das rausziehen, das Kabel. Aber es ist, denke ich mal, eigentlich dafür gedacht, um den Kabelmodus zu betreiben. Aber ja, wie auch immer. Ziehen wir dann halt hier wieder raus. Ja. Setzt in den Übersetzer, stecken was rein. Das ist halt männlich auf weiblich reingesteckt. Sieht dann so aus. Qualität sieht ganz gut aus. Receiver sieht nicht so groß aus. Ein bisschen Design ins Plastik gesteckt. Dann schließen wir es an. Hier ist das mitgelieferte USB-C-Kabel. Für mich, weiß nicht, sehr starr irgendwie. Qualität jetzt nicht so geil. Gibt schönere auf dem Aftermarket, sage ich mal. Wenn ihr ein schönes Kabel haben wollt als Verlängerung, nehmt nicht das, kauft euch ein anderes. Somit haben wir jetzt den Inhalt abgeschlossen. Ihr wisst alles, was hier drin ist. Ist halt noch so eine kleine Erklärung bei gewesen. Die euch, wenn ihr die Software, diese AuraSync-Software nicht installieren wollt, noch diese Tastenkürzel alle erklärt. Ne? Sind so diese Shortcuts out of the box erklärt. Ja, ist ganz nett gemacht. Welche Features hat das Keyboard noch? Außer dass es wireless ist, 65% ist voll makroprogrammierbar. Jede Taste ist makroprogrammierbar, also könnt überall eine Makro raufsetzen. Ihr könnt auch diese seitliche Touch-Display hier programmieren. Das alles mit der AuraSync-Software. Ich habe probiert, die AuraSync-Software zu installieren. Hab die runtergeladen. Er wollte die installieren. Dann wollte er noch Sachen aus dem Internet runterladen während der Installation. Das hat nicht geklappt zweimal. Und jetzt habe ich es einfach gelassen. Wie gesagt, ihr könnt mit der AuraSync-Software eure anderen Asus-Produkte, RGB und so weiter, alles synchronisieren mit dieser Tastatur hier. Und ihr könnt darüber auch die Makroebene steuern. Was könnt ihr noch machen? Vieles. Aber erstmal würde ich noch kurz zur Formsprache kommen. In Sachen Ergonomie, ihr wisst, ich bin da immer, also mich interessiert es auch immer, wie sich sowas lange spielen lässt. In Sachen Ergonomie würde ich sagen,
ist die von der rein von der Gesamthöhe ist sie okay. Wenn wir eine normale Ducky daneben legen, also eine normale Plastik-Ducky, ist es so, dass die von der Bauhöhe an sich etwas flacher gesamt ist. Also die startet eine normale, das ist eine normale Ducky Mini aus Plastik, die startet vorne nicht so hoch, also die ist flacher vorne und die ist flacher hinten. Und der Winkel hier, der hier ungefähr 8 Grad beträgt, also der Winkel, den es hochgeht, ist hier auch ein bisschen höher als bei der Ducky. Für mich persönlich, oder ich würde raten, wenn ihr die wirklich spielt, vielleicht eine kleine Handauflage zu benutzen, um einfach eure Hand ein bisschen gerader zu kriegen und dass ihr euer Handgelenk nicht so anstauchen müsst, weil das kann halt belastend werden auf der Zeit. Das war es auch so zu der Form. Die Asus an sich ist komplett aus Plaste. Das ist alles Plaste. Hier unten ist einfach ein gerader, rutschiger Plasteboden. Das Einzige, was hier sind diese Gummifeeds. Die Gummifeeds an sich, also es ist hier ein Aqua Control, ne? Das ist ein Hybridpad. Das ist schon ziemlich rau eigentlich, aber die halten nicht so geil. Wenn ich das jetzt hier rüber reibe, sieht es nicht so aus, als wenn die jetzt irgendwie was hinterlassen. Also die hinterlassen keine Spuren oder Abreibung. Aber jetzt so richtig gut liegen tut die nicht. Ne? Wenn ich jetzt hier eine Mecha Mini nehme, da brauche ich locker das Dreifache an Kraft, um die zu bewegen hier. Oder das Vierfache sogar. Also von der rein vom Halt her würde ich sagen, ist so Medium. Dann hat man hier noch einmal Anstellfüße, um die noch steiler zu machen. Und hinten noch höher. Wen es gefällt, cool, aber für mich dann auch schon wieder noch schlimmer, das Handgelenk irgendwie ewig lange so hoch zu haben. Noch unangenehmer in meinen Augen. Ist halt fragwürdig. Und das Ding hier, wenn ihr das hier benutzt, diese Box, also die rutscht halt komplett. Ne? Das ist halt anders rutschig. Keine Ahnung, wer sich da was das soll. Kann ich euch nicht sagen, wofür ihr diese Box benutzen sollt. Was euch hier vielleicht aufgefallen ist, jedes Mal, wenn ich die fallen lasse, jetzt okay, jetzt nicht, ist vorhin das Bild ein bisschen runter, das heißt, dass diese Spacebar hier ausgelöst hat, hier unten, jedes Mal vorhin am Anfang des Videos, liegt in meinen Augen an den Stabilisatoren hier. Ich habe auch gerade schon runtergeguckt gehabt, unter der Spacebar ist halt, sind die Stabilisatoren und diese Spacebar, die sind hier noch extra mit einem, sieht man schwer, sind hier nochmal extra mit so Metallbügel angemacht. Das haben die gemacht, dass die Space-Taste, bei vielen kennt man es, dass die Space-Taste hier außen links und rechts, wenn man hier ein bisschen aufdrückt oder hier, dass die so ein bisschen so wie so wippt. Und hier hat man so Metallbügel genommen, dass die Space-Taste zum Beispiel nicht wippt. Das sind alles schöne Ansätze. Also ist alles cool gemacht. Aber da wir ja noch hier außen bei den Plaste sind, also erstmal so ein Vollplaste-Keyboard für derzeit 169,90 Euro Wireless Vollplaste. Ist okay, weil es wireless ist vielleicht, aber ich sag mal so, gibt auch günstigere, gibt irgendwie 80, 90 Euro wireless Keyboards, die auch Vollplaste sind, ne? Vielleicht nicht mit so diesen Touch-Features und so, aber ähnlich. Kommen wir zu einem großen Punkt, ja, ist alles Plaste und hier irgendwie hat man hier wieder, wie es aussieht, so eine Aluminium-Anmutungsplatte genommen von oben drauf, dass es hier, wie bei dieser Razer Huntsman Mini, aussieht, als wenn das hier irgendwie metallisch ist oder so, aber ist es, glaube ich, gar nicht. Fühlt sich sehr weird an. Eine Sache, die mich ganz stark stört, ist, wenn ihr euch für dieses Produkt interessiert und dieses Video gerade guckt, denkt ihr, das ist ein hochwertiges Produkt? Ist es in dem Sinne auch? Ist nicht schlecht, also ist gut. Aber eine Sache, bei der deutschen Version ist mir sofort aufgefallen. Wenn ihr diese Box rausholt oder kauft, steht hier drüben bei den Tasten auf der deutschen Version ABS. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Tasten mal wieder nicht Double Shot PBT sind. Hier Double Shot PBT von der Ducky, hier ABS von der Asus. Merkt man auch sofort, also die Ducky schön rau halt, sieht man glaube ich auch von der Struktur und die Asus so glatt. Und wenn man sich die Bilder anguckt oder Reviews von größeren Reviewern auf Englisch, wird überall gesagt, dass die Asus Double Shot PBT Keycaps hat. Hat sie in der deutschen Layout-Variante aber nicht. Hab nichts gefunden. Hab bei einem Seller in Deutschland gelesen, dass da steht PBT-Variante. Aber auf der Asus ROG-Seite, wenn ihr hier die deutsche Version von nimmt, steht dann ganz unten bei den Tasten hier Keycap Material may vary by region. Und in der deutschen Version ist es halt so, dass die Keycaps aus ABS sind und das ist echt scheiße, weil die sind wirklich glatt. Also sind echt glatt und das Gefühl ist nicht schön.
Wer hier ein PBT Keycap Set bei oder wenn die aus PBT, wäre das Gefühl schon mal viel, 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 viel schöner. So, das ist die erste Sache, die ich nicht so cool finde. Und ich finde eigentlich, dass der deutsche Markt ein starker Markt ist in Sachen Peripherie. Vielleicht nicht für Asus, weil die da noch nicht so verbreitet sind mit ihren Mäusen. Aber wenn ich so ein Top-Produkt im Wireless-Keyboard-Bereich bringe, dann würde ich mir schon die Mühe machen, da PBT-Keycaps zu nehmen. Die Switches, die ich gewählt hatte hier, bei der waren Linear Reds, wie ich schon gesagt hatte. Die sind von Cherry. Das sind nicht die Silence. Die lösen nach ca. 2 mm aus, linear. Ganz normal, Spielgefühl wie immer, Lautstärke, nur mal für euch als Vergleich. Sind auch linear Reds, nur in der Ducky Plaste. K-Box Reds, also die ist typisch für Cherry Reds, ganz normal, nicht lauter, nicht leiser als sonst. Hier ist nichts Besonderes gemacht, die sind nicht pre-looped, nichts, einfach nur ganz normale Cherry Reds Stock eingebaut. Auslösekraft ist Ihnen bekannt, ca. 40 Gramm Auslösekraft, linear, Auslösung nach 2 mm, gesamter Hubweg, also gesamte Strecke 4 mm. Latenz bei diesen, also die Geschwindigkeit, bis das Signal übertragen wird, nicht die Latenz, bis auf eurem Bild hier was passiert, ist wired, ca. 1,2 Millisekunden. Die Tastatur arbeitet mit 1000 Hertz Polling Rate auf dem USB-Signal. Bedeutet aber nicht, dass immer ein MS ist. Weil, wenn ihr die Wireless betreibt, im 2,4 GHz Modus, die kann man nicht im Bluetooth-Modus betreiben, hat die dann ca. 3,6 Millisekunden reine Verzögerung, bis das Signal von hier dann, also von den Dongle aus, losgeht zur Verarbeitung in eurem PC. Und jetzt kommen wir dann zum Punkt, wenn Leute dann über Latenzen von Keyboards reden. Latenzen von Keyboards hängen von vielen Faktoren ab. Von eurem Windows, von eurem Spiel, von eurem Monitor, von eurem Kabeln, die ihr benutzt, alles Mögliche. Ein Hauptfaktor ist, welcher USB-Port wird benutzt fürs Signal. Gibt viele Wireless-Mäuse, die funktionieren nur sehr gut auf USB 2.0. Hier wird gesagt, das funktioniert auf allen USB-Ports gut. Asus hat hier in der technischen Beschreibung gesagt, dass egal, ob man USB 3.0, 3.1, 2.1, was auch immer benutzt, hier alles super funktioniert. Das ist okay, das glaube ich auch so. Mein Tipp ist, wenn ihr performance-orientiert seid, holt euer Mainboard-Buch raus, guckt, welche 2 oder 4 USB-Ports direkt an die CPU angeschlossen sind, ohne vorher über die North Bridge zu gehen zum Beispiel, also ohne vorher über irgendeinen anderen Chip zu gehen, der Daten verarbeitet, um eure Latenz noch ein bisschen zu senken. Bei mir sind es, auf meinem Asus-Board sind es zum Beispiel 4 Ports, da habe ich die Maus dran, das Keyboard und meine Soundkarte. Könnt ihr rausfinden auf eurem Mainboard-Buch, Leute. Oder manchmal bei Reddit oder bei anderen Geeks, die das raussuchen für die gleichen Mainboards, die ihr habt. Das beeinflusst die Latenz. Also ich würde sagen, dass eigentlich alle Top-Mainboard-Hersteller mittlerweile in der Lage sind, ähnlich schnelle Keyboards zu produzieren. Es gibt genug Guides im Internet, es gibt auch genug Seiten, die für euch die Latenzen analysieren. Das kann ich hier noch nicht machen, weil ich noch keinen LDAT habe. Hätte ich einen, würde ich das jetzt für euch live machen, würde ich euch das im Video zeigen als Mehrwert. Aber das alles, was ich rausgesucht habe und erkundet habe, ist, dass die Latenz hier maximal 3,6 Millisekunden bis zu diesem Dongle, also ab Übertragung in den PC und dann Verarbeitung dauert. Das ist auch völlig okay für Wireless in meinen Augen. Diese 3,6 Millisekunden werden die meisten von euch nicht mehr merken, das wird sich ganz normal anfühlen. Ich habe die ausprobiert bei Apex, so Fast Weapon Switches Floor Looting, so, also Sachen, die auf dem Boden liegen, schnell aufheben mit E, um zu gucken, so, wie es so harmoniert, wie es reagiert. Muss ich sagen, war echt gutes Gefühl. Sehr flüssig, kam jetzt nicht irgendwie rüber, dass es irgendwie scheiße ist. Macht auch an sich ganz hochwert, also macht vom rein vom Bild her, so wie die hier ist, echt einen soliden Eindruck, fühlt sich ganz normal an. Cherry Red, alles ganz normal, Lautstärke, wie erwartet. Besonderes Feature halt, kann ich nochmal drauf zugehen, ist halt hier an der Seite, könnt ihr dann mit den Fingern on the fly, wenn ihr jetzt hier, sag ich mal, so spielt, könnt ihr kurz hier so hoch und runter machen, um eure Lautstärke zu justieren. Könnt ihr halt mal im Spiel kurz lauter und leiser machen hier. Das geht auch nur, wenn ihr nur so Plus drückt, dann ist immer in Zweier Steps. Und wenn ihr nur so Minus drückt, dann ist immer in Einer Steps. Das sieht man bei mir auch in Windows. Und dann hat man hier oben noch ein Feature gemacht. Müsst ihr euch so vorstellen,
das hier oben von Asus mit der FN-Tastenbelegung. Hier oben ist ein ganz kleines Schloss zu sehen. Weiß nicht, ob ihr noch daran erinnern könnt, an die Fnatic Streak, die hatte das auch über FN-Tastenbelegung, dieser Competitive Mode oder Champions Mode hieß das. Dann macht ihr zum Beispiel Sachen wie die Windows-Taste und so aus, also was euch einfach austappen lässt. Coole Funktion hatte ich mir ja gewünscht, dass andere Tastaturhersteller die auch aufnehmen. Das haben die auf jeden Fall gemacht, das heißt wirklich, dass sie sich am Gaming orientieren. Und ansonsten, jetzt hat man es wieder gesehen, dass diese Space-Taste irgendwie von alleine, also ich habe es jetzt hier wieder, ich habe es nicht mal doll abgelegt, also das ist diese Space-Taste, ne? Also weiß nicht, wie sie das, ich glaube, das ist die, also dieser Alu-Stabilisator an sich, der das runterlegen lässt, ja. Angeblich gibt es hier noch andere Switch-Varianten. Ich habe halt nur rote mich dafür interessiert und habe auch nur die rote auf Case King gefunden und habe die auch bei Case King gezogen. Gibt wohl noch braun, blau und silber. Speed Silver für manche von euch auch interessant. Clicky Blues wären für mich nichts. Braune würden noch gehen. Ja. Das war es eigentlich schon zu diesem Produkt, muss ich sagen. Bin an sich nicht abgetan von dem Gerät. Einzige, was mich halt immer wie immer abtönt, ist halt diese krasse Software, dieses AuraSync. Wer jeder, der AuraSync schon mal installiert hat, der weiß, wie viele Registry-Einträge der macht, wie viele Hintergrundprozesse bei AuraSync laufen. Wenn Asus-Software auf dem PC ist, laufen teilweise bis zu 14 Hintergrundprozesse. Und diese Hintergrundprozesse können auch Latency erzeugen auf eurem PC, Leute. Weil PC, CPU-Last und Buslast ist manchmal schwerwiegender, als wenn ihr einen falschen USB-Port benutzt oder vergesst habt, eure Polling-Rate einzustellen oder was auch immer. Das war's von mir. Empfehlung für Casual Zocken ist auf jeden Fall da. Angenehmes Produkt. Preis für mich wie immer zu hoch. Ist für mich halt so ein 129 Euro Produkt. Wenn man bei dem Preis bleiben will, sollte man auf jeden Fall dann mal Doubleshop PBT machen, liebes Asus Team Deutschland, wenn ihr das seht. Mal an die Leute in Deutschland denken. Doubleshop PBT für mich in meinen Augen Standard. Da brauchen sich die Leute auch kein neues Keycap-Set kaufen, irgendwie nach einem halben Jahr. Viel angenehmer zu spielen und für euch einfach, ihr habt das, das ist da bei euch. Weiß nicht, warum sich da für ABS entschieden wurde. Und wenn ihr jetzt sagt, ABS ist ein cooles Material, tut es mir leid, einfach nein, ist einfach glatt und fühlt sich billig an. Und eure Tastatur ist nicht billig und die Merkmale, die eure Tastatur hat, ist nicht billig. Das ist kein Low-Performing-Produkt, das ist in meinen Augen ein vernünftiges Produkt. Auch nach das erste, was ich von euch getestet habe, bin da nicht abgeneigt von, fällt mir nichts Negatives stark auf und eure angegebenen 450 Stunden Batterieleben with RGB Lights Off ist mutig, werde ich niemals austesten, ich weiß nicht, ob es Leute austesten, habe nur gesehen, dass die Abstufung 5 RGB Stufung ist auch gut, aber RGB ist kein Main Selling Point, ABS oder PBT Tasten sind schon ein Main Selling Point, Leute. Lasst euch durch den Kopf gehen. Danke dafür, dass ihr zugeschaut habt. Habt ihr noch Fragen? Habe ich was vergessen? Haut's unten in die Kommentare. Wir sehen uns bei der nächsten Review, Leute. Ciao.